Moin, willkommen zum neuen Unboxing. Heute habe ich für euch von Feuerschwanz, mal ich sehen, da oben Feuerschwanz, Memento Mori, und zwar die Drachenboot Edition. Ist ja schon eine Weile draußen, aber ich habe es mir jetzt auch mal gegönnt, ja. Kann man ja mal machen. Das hier ist auf jeden Fall eine fette, fette, fette Box. Also so eine riesige Box, hier nochmal ein Gruppenbandfoto drauf. Bandfoto. Genau, hier unten, das ist gleich auf der Folie. Dann haben wir hier an der Seite, ich glaube immer den gleichen Schriftzug, Memento Mori, Feuerschwanz, Drachenboot Edition. Warum Drachenboot Edition sollte klar sein. Ich glaube, das muss ich nicht erklären, warum das so heißt. Jetzt gucken wir mal rein, was uns hier drin alles erwartet. Ich habe das Ganze, ich meine, von EMP gekauft. Ich glaube, ja doch von EMP. Und das gibt es auch sogar noch. Also, wenn ich das noch finde, in der Lage bin, das zu finden, verlinke ich euch das auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Gehört habe ich das Ganze natürlich schon auf Spotify. Aber genau, physische Varianten sind hier immer eine Spur besser, finde ich persönlich. So, hier haben wir das Frontbild. Und nochmal den Rücken ohne Folie. So, und jetzt um das Ganze mal aufzumachen. Ah, ja, ich hab's gedacht. Von innen. Pappe. Okay, ich habe jetzt schon mal einen Blick reingeworfen. Und das packen wir jetzt, gucken wir uns das mal einmal Stück für Stück, gucken wir uns die ganzen Kollegen hier einmal an. Und fangen mal ganz oben an. Und zwar haben wir hier ein Slipmat. Das ist für die Vinyl, also für die, die kein Vinyl hören, so das, was du auf dem Vinyl, auf eine Vinylscheibe, auf einen Drehteller legst. Sieht cool aus. Ja, doch. Ist wie meine. Also ist vom Prinzip wie meine. Ist aber eine coole Geschichte. So, dann haben wir hier ein Buch. Feuerschwanz, Memento Mori. Hinten drauf nochmal so ein bisschen so. Und hier Feuerschwanz, Memento Mori. Das klappen wir auf, gucken wir nochmal rein. Das ist richtig, richtig gebundenes, schweres Buch. Mal das Logo. Okay, was gibt es hier? Ist das wie eine. Das ist also eine Art Booklet, nur in groß. Ist jetzt mal so, oder nicht? Würde ich jetzt mal hier an der Seite nochmal zu geilen Zeichnungen oder Bildern. Sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr hochwertig aus. Ich überspringe mir ein paar Seiten. Wenn noch was anderes kommt. Also, das ist ja basically. Das ist ja basically eine Mischung aus Texten. Und da hier ist das Foto nochmal, was auf dem Rücken gewesen ist. Also es ist praktisch wie ein Booklet, nur in groß. Und als Buch. Und zwischendrin die Leute, die hier in der Band sind. Ah ja, da sind die Leute nochmal aufgezählt. Hier sind Danksagungen. Okay. Ist auf jeden Fall eine coole Geschichte, kann man sich auf jeden Fall mal ganz entspannt angucken. Ist eine witzige Sache. Finde ich, fühle ich ein bisschen, fühle ich ein bisschen. Okay. Dann kommen wir jetzt schon zu den. Oh Gott. Ach so, liefern wir jetzt heutzutage. Ach so, okay. I see. Okay. Uneingepackt haben wir hier Memento Mori. Ich kann nicht reden. Memento Mori. Einmal die Front. Einmal die Backseite. Und zwar haben wir nochmal die Tracklist. Hört es euch auf jeden Fall einmal an. Das Album ist geil. Kann man auf jeden Fall machen. Auch wenn man nicht auf diese Art von Musik steht, ist es definitiv etwas, was man sich mal gönnen kann. So. Hier ist nochmal ein Insert. Mit Lyrics. Waren denn im Anbuch wirklich Lyrics? Ich habe es nicht wirklich gelesen. Ich habe nur eine Lyrik erkannt und dachte mir, okay, das werden wohl Lyrics sein. Es könnte sein, dass ich damit die Aussage komplett blamiert habe und das einfach was komplett anderes ist. Egal.
Aber ich glaube, es sah doch sehr nach aus. So, jetzt gucken wir uns einmal die Platte hier an. Hier, Feuerschwanz, Memento Mori. Mori. Und hier die Platte. So durchsichtig mit ein bisschen Blaustich. Ist auf jeden Fall eine coole Angelegenheit. Eine sehr coole Angelegenheit. So. Aber deinem ganzen Kollegen hier kommt ja nicht nur die eine Platte. Weil sonst hätte ich mir das Ganze ja auch einfach so als Platte kaufen können, hätte ja diese Box nicht sein müssen. Sondern das Ganze kommt ja hier. Ah, okay, die ist drin. Hier zwei Platten. Und so hier Feuerschwanz, ne? Die glorreichen 7. Und das hier ist eine Cover-LP, I guess. Ja, das ist ein Cover. Das sind alles Covers. Also, wenn ihr guckt, ihr kennt wahrscheinlich die Leute, also die paar, die davon, solltet ihr kennen. Ist auf jeden Fall auch cool gemacht. Habe ich von dem anderen Ding das Geld gezeigt. Ja, dafür, ihr wisst ja, was auf der Seite draufsteht. So, hier drin ist nur eine LP, nichts anderes. Hier mal das Innenleben und das ist von der Musterung das gleiche, nur ein bisschen weniger blau. Also man sieht die blauen Stiche ein bisschen, aber es sieht hier gerade sehr, sehr durchsichtig. Aber es ist trotzdem cool. Musik ist ja trotzdem dieselbe. Genau, dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich verlinke euch, wie gesagt, vorher schon in die Videobeschreibung und das Set und all das Wichtige. Haut rein.